Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir haben wieder ein Special für euch. Ja, hey. Wir befinden uns in der 52. Folge. Das heißt, ein Jahr ist rum. Ja, ein Jahr SCB Worst Report haben wir geschafft. Aber das ist nicht das Einzige, was der September uns zum Feiern mitbringt. Wir haben auch die 10k geknackt bei Abonnenten. Das ist natürlich auch Grund für ein Special, aber auch das ist noch nicht genug. Wir haben noch was. Genau, 2 Jahre Crash Academy. Also wir haben so viel zu feiern, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und wir werden auch nie wieder aufhören. So ist es, ja. Wir wollen nämlich jetzt mit euch zusammen feiern, darum diese Special-Folge. Und da fällt mir eigentlich ein... Erinnert ihr euch eigentlich noch an Folge 1? Also ich erinnere mich an unsere Folge 1, den Worst Report, sehr gut. Oh Gott, ich war so nervös und dachte mir, was mache ich eigentlich hier? Irgendwie, oh, krass, hoffentlich schaffe ich das. Und was werden die da draußen sagen? Genau, und, was werden die Leute denken? Das waren so, die da überhaupt? Und, das waren so die Impressionen. Darum haben wir für euch jetzt die Ausschnitte, damit ihr nochmal reingucken könnt in Folge 1 insgesamt und natürlich Folge 1 des SCB Worst Report. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Crash, unserer Organisation bei Star Citizen, spezialisiert auf Sicherheitsdienstleistungen, Know-how und ganzheitliche Sicherheitskonzepte, sag ich jetzt mal. Das ist Dozer. Ich bin Reason, genau. So, ich kann es nicht ausfahren. Nicht da rein. Ups. Geradeaus. Ich habe mich schon mal verkeilt, leider, unter so einem Der wäre schon mal fast von der Brücke gefallen. Ja, auch das. Das ist sehr gefährlich hier alles. Also dieser Astro-Tanger hat so ein paar Gefahren. Ja, nee, das ist kein Laufstellchen, ne? Das ist alles gepolstert. Schmutzig. Verunsichert einen schon manchmal ein wenig. So, ich steige jetzt hier wieder aus. Vorher noch ein Unfall passiert. Nein, nicht da. Zack, passt schon wieder runter. Gefallen. So, okay. Und dann gehen wir mal hier hoch. Hier sieht man den Fischtank übrigens. Ich habe mir bis jetzt noch keine Fische geleistet. Interessiert mich nicht so. Ich habe lange ein Aquarium gehabt als Kind früher. Mir war das immer zu viel Aufwand mit dem Putzen. Aber ja, wer es mag. Ich meine, ich habe welche, aber auch nur, weil ich halt Subscriber bin. Halt so bei, also im bei Spiel Arsene. Meint er jetzt. Im Spiel. Ich habe selber keine Zierfische. Ja, die kacken eh nur alles voll. Die Sache ist halt so, das ist halt irgendwie ganz fancy. Dann steht da halt ein Aquarium. Ich finde das Handtuch irgendwie für sinnvoll. Man muss nämlich immer wissen, wo das Handtuch ist. Oder wo dein Handtuch ist. Ne? Da ist es nämlich. Hier ist es nämlich. Ich werde es aber nicht benutzen. Ich finde es gerade schön sauber. Ja, dann lass es halt so. Wenigstens ein sauberes Teil hier auf der. Ja, aber das passt sogar überhaupt nicht in die Umgebung. Nein, dann benutze ich es mal. Ich weiß gar nicht, ob es animiert ist. Könnte jetzt. Nein, es ist nicht animiert. Es ist einfach nur dreckig, glaube ich. Vor allen Dingen ist es halt von der Textur her. Textur ist weg. Naja, das passiert. Das ist eine Alpha-Version noch vom Spiel. Oh Gott, ich. Guck mal ganz schnell woanders hin. Na, das wollen wir gar nicht sehen. Texturen haben noch nicht geladen. Ich benutze jetzt mal den Fahrstuhl hier. Genau. YouTuber-Freunde. So. Wir machen einfach jetzt mal in dem Gedanken halt mal Feierabend. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal halt hier bei uns auf dem Channel. Das nächste Mal mit den verschiedenen Schiffen der Flotte. Und dann sagen wir jetzt erstmal auf wieder Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Heute mit unserem neuen Format, nämlich dem SCB Worst Report. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Hallochen, Cecilia. Willkommen auf dem Channel. Ja, schön, euch kennenzulernen. Schön, dass ihr mich dabei habt. Sehr, sehr gerne. Cecilia wird uns jetzt beim Worst Report unterstützen. In diesem Format soll es jetzt nämlich darum gehen, dass wir euch wöchentlich so ein bisschen präsentieren, was alles gelaufen ist bei Star Citizen und euch die neuesten Infos und Updates zukommen zu lassen. Und zwar insbesondere in Zusammenarbeit eben mit unserer Star Citizen Base Redaktion. Genau, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an euch. Ja, unsere ganzen fleißigen Redakteure und Autoren. Herzlichen Dank. Genau. So, ja, das war Folge 1 und wir sagen, was haben wir noch alles gehabt? Coole Specials hatten wir in diesem Jahr oder in diesen 2 Jahren, angefangen vom Weihnachtsspecial 2014. Genau, ja, mit dem lustigen Argus noch mit dabei und vielen schönen lustigen Ausschnitten. Ganz klar, ja, Dozer, das Einhorn, war ganz weit vorne. Süß. Und auch Kerbal Space Program, was sie angespielt haben, war ganz großartig. Wir hatten natürlich dann noch die Abo-Meilen, Steine, jeweils die Specials, wo wir euch ein paar Ausschnitte gleich zusammenstellen werden von den lustigsten Folgen, die wir zu den Abos gemacht haben. Was hatten wir noch? Wir hatten natürlich dann auch noch das Weihnachtsspecial 2015. Mhm. Da war ich dann auch dabei. Da weiß ich noch, da saßen wir alle bei Dozer und
haben, glaube ich, 1000 Mal geübt, wie wir jetzt anstoßen. 50 Mal angestoßen. Jetzt mal ehrlich. Natürlich nicht getrunken bei jedem Mal. So. Ja, ja. Darum hat das Anstoßen immer wieder nicht geklappt. Und meine Lieblingsszene war, wie es dann zusammengeschnitten wurde, so, wo dann an der Seite dieses Verschieben. Ja, stimmt. Genau. Und mit diesem Huhn. Das Huhn war da auch. Das noch. Huhn, richtig, ja. Also, das haben wir, da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr coole Meilensteine gehabt insgesamt. Und natürlich endet das Ganze oder kulminiert, möchte man sagen, das jetzt erstmal in dem 10K-Livestream, den wir zur Feier dann machen, und zwar am 15.10. Wer es noch nicht mitbekommen hat, jetzt hinter die Ohren schreiben, 15.10. ab 10 Uhr werden wir 10 Stunden für euch da sein. Aber jetzt schaut euch erstmal in die paar Ausschnitte rein, die wir euch rausgesucht haben aus unseren Special-Episoden. Hey Leute, herzlich willkommen zum Crash Academy Weihnachtsspecial! Wir sind nach Terra gereist in unseren Revel und York Hangar zu den offiziellen Feierlichkeiten des UEE zu Weihnachten und dachten, wir schießen nochmal ein Special für euch raus. Genau, und zwar als riesengroßes Dankeschön für euren Support, der uns ermöglicht hat, halt einen super Start dieses Jahr hinzulegen. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr so an uns geglaubt habt und uns halt die Treue haltet. Und dementsprechend haben wir ein bisschen was vorbereitet heute, als kleinen Ausblick auf das, was euch dann im neuen Jahr erwartet. Aber was probierst du da gerade? Was ist denn das da? Guck mal, das ist eine grüne Rakete da unten. Das wird Start sein. Da steht... Staging. Docking. Nee, das ist hier Staging. So verschiedene Kontrollen. Leertaste ist Start gewesen, oder? Okay. Wow. Ohne Countdown. Guck mal, noch freut er sich. Noch freut er sich. Hey! Oh! Kehrtwende Marsch! Sag mal, haben wir darauf geachtet, dass da genug Treibstoff an Bord ist? Sie fällt aber ganz gut, ne? Ja, vielleicht, na komm, vielleicht schaffen wir es, die noch zu drehen? Ach, guck mal. Und? Ignition! Oh, ah, das sieht gut aus. Hier oben. Das sieht gut aus. 94, 95, 96, 97. Oh, wir schießen in den Himmel. Wir überwinden die Schwerkraft. Wir sind die Ersten in Space. Vorsäuer noch. Das ist wahrscheinlich. Aber weißt du, was mir ein bisschen Sorgen macht? Halt so? Irgendwie, ja, mit so einem Saturn V Raketenantrieb sollte man vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen mehr machen als so 10 Meter die Sekunde. Meinst du, es reicht nicht? Ja. Ist das geplant? Selbstverständlich. Oh, der Fuchs. Ja, zweite Stufe. Und der schleicht auch noch. Und wir haben einen Kilometer. Es kommt mir wahnsinnig wenig vor. Hast du eine Ahnung? Mr. Kerman, keine Panik. Die Schwerkraft hat keine Chance. Guck mal, er freut sich. Bist du sicher, dass das halt irgendwie... Nee, guck, das mal, guck mal, wir sind doch langsam. Guck mal, wir steigen schneller. Immer schneller, immer schneller. Ja, wir kriegen nichts anfassen. Kriegen wir so einen Schlagzeug? Na, oh Gott, per Handsteuerung? Oh. Wir haben es doch fast. Nein, die andere Richtung. Die Richtung. Andere Richtung. Ist das so gedacht? Kipp doch mal Richtung. Einfach nach oben kippen. Nach oben. Ja. Ich bin hier nicht so. Wir fallen. Nein, wir fallen nicht. Wir fallen. Wir pendeln und fallen. Nein, steigen und fallen sind alles relative Werte. Das kann eigentlich gar nicht. Ja, wir steigen. Wir steigen wieder. Ah! Da. Wieso passiert das? Nein! Kermen, verdammt! Falsche Richtung! Zieh nicht so eine dämliche Fresse, mach irgendwas! Nein! Kannst du es nicht stoppen? Verdammt! Du hast keinen blassen Schirm von dem, was du hier machst, oder? Also ich weiß, dass ich genügend Treibstoff dabei habe. Ja, offensichtlich. Das funktioniert halt ganz gut, oder so? Das ist eine scheiß Bombe, das Teil. So, stabilisieren. Einfach stabilisieren. Boah, mach einen Kopf zu! Was heißt denn hier stabilisieren? Ja, das kann doch nicht sein. Da sind schon so viele Flügel wir dran. Wir kreisen jetzt hier seit einer Minute auf. Nein. Weißt du über den Fallschirm öffnet davon? Aber guck mal, sie ist in der Umlaufbahn! Die scheiß Rakete ist in der Umlaufbahn! Warum ohne uns? Hast du eine Ahnung, über den Fallschirm aufgekriegt? Wieso? Den Fallschirm hast du vorhin abgebaut! Ach, für die Antenne, richtig? Ja. Ja, Carmen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Kommt dir bekannt vor? Die gute ist, die Umlaufbahn ist erreicht. Die schlechte ist... Ohne dich! Du. Ja, ich glaube, er begreift langsam, was passiert.
again. Oh, also, das sieht doch... Okay. Also dann, cheers. 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 Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum Weihnachtsspecial 2015. Ja, das Jahr ging schnell vorbei und jetzt sind wir mal alle vier für euch vor der Kamera. Der Einzige, der leider fehlt, ist Westem. An der Stelle viele Grüße ins Saarland zu dir, Westem, mein Lieber. Und ja, viel passiert ist dieses Jahr. Ja, wir reden natürlich auch nochmal ganz kurz über das Crash Core. Da hat sich sehr, sehr viel bewegt. Wir haben über 300 Member jetzt bekommen über dieses Jahr hinweg. Wir haben 11 Abteilungen, die wirklich in Freizeitgestaltung ganz viel tun für unser Core. Ohne euch vom Core wäre halt diese ganze Nummer hier, der Channel, SCB, halt so das Crash Core und das Ganze, das wäre alles nicht dasselbe, das wäre alles gar nicht da. Das wäre nicht möglich und deswegen halt, ey, fettes Dankeschön an euch, ihr seid großartig. Ja. Und ja, wir können es kaum erwarten, mit euch zusammen die Schiffe zu bemannen und ins Wasser zu starten. Echt mal, wirklich. Das wird sehr witzig halt so, hochmotiviert, sehr gut ausgebildet halt so. Und hin und wieder denkt man sich halt, wer hat denen eigentlich das Gehirn rausgenommen? Also, es ist wirklich äußerst unterhaltsam. Ist auch eine Einstellungsvoraussetzung. So ist es, genau. Richtig. Außerdem ist Westem zum 4. High Command geworden. Oh ja. Ja, also von daher nochmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch dazu. Schön, dass du dabei bist. Ja, und Westem war auch bei der CitizenCon dabei, ne? Ja, genau. Und da haben wir jetzt auch ein paar Ausschnitte für euch. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß daran, wie wir hatten auf der CitizenCon. Und ja, guckt es euch an und ja, viel Spaß. Genießt. Mats ab. Ganz natürlich. Ihr habt doch gar nicht geschlafen, ihr tut doch nur so. Wir sind jetzt kurz vorm Landanflug, weil wir sind schon auf dem Landanflug, haben schon die britische Industrie bewundert, Golfplätze gesehen, viel Flugverkehr und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Flughafen Manchester aussieht. So, na, hast du ausgeschlafen? Alles super gelaufen, nö, geschlafen habe ich nicht, aber ich bin trotzdem gut angekommen. Hast du aber geschlafen, schlafend ausgesehen, als ich an dir vorbeigegangen bin? Ah, weißt du, mein Sitznachbar, der war ein bisschen, naja. Ja, genau. Männer-WG. Was? Wie? Oh, guck mal. Ach, hi. Ich hab noch gar nicht geklopft. Improvisieren. Total natürlich alles hier. Okay, ja, okay. Ich dachte, ihr macht noch was. Guck mal, die Flugzeugbeobachtung. Ja. Hinter uns ist die Concorde, neben uns ist das inzwischen schon fast leere Buffet. Naja. Westem hat den Großteil davon vernichtet. Ja, komm halt mal drauf. Super cool. Neue Beutel, neue Sweatband. Herzlich willkommen bei der Allgemeinarztpraxis Dr. Wiesen. Wir behandeln Sie, wir operieren Sie, auch Schönheitsoperationen sind im Programm. Wie Sie gemerkt, wir sind ein bisschen durch. Wir brauchen Beatmungsgeräte, weil es so geflasht hat. Aber hallo, ja, das war eine irre Sache. Ja, wir sind gerade zurück aus dem Hangar. Es ist jetzt, wie viel Uhr ist es jetzt? Ich habe die Zeit verloren. Irgendwie halb drei, irgendwie so. Fünf. Herzlich willkommen zu unserem Crash Academy 1000 Abonnenten Special! Woo! Yes, sir! Yeah. Meine Güte, ja komm, du auch noch! Ja! Woo! Oh, weia! Stimmung! Herzlich willkommen im Pyro Star System, wo wir ein kleines Freundschaftsspiel abhalten werden. Wir haben uns in den Squadron Battle zusammengefunden und haben zwei Teams gebildet. Das Team Navy mit Weezen und mir. Weezen, womit bist du unterwegs? Natürlich mit einer geilen Super Hornet, ja, aufgemotzt mit Omnisky 6 Lasern und natürlich meinen geliebten Mantis. Alles klar, cool. Ja, ich habe mich in das erste kleine Multicrew-Schiff begeben, nämlich die Cutlass, auch wenn ich noch keine Multicrew habe. Aber zumindest wollte ich mich als zukünftiger Navy-Commander schon mal daran gewöhnen, sowas zu fliegen. Und wir fliegen gegen das Team Marine Corps, angeführt von Dozer. Dozer, sag was. Was hast du? Womit bist du unterwegs? Was? Ja, sprich da! Ey, Vollpfosten, was passiert denn jetzt hier schon wieder? Ja,
da gab es den ersten RAM-Angriff. Sehr schön. Na gut, so war das nicht gedacht. Was? Ich habe mir auch eine Super Hornet besorgt. Keine Ahnung, wie man das Ding bedient. Ich hab mir auch die Chicken-Mütze aufgesetzt. Jetzt wird hier mal ein bisschen gekämpft, ne? Ah, Vorsicht, ja. Oh ja. Have fun! Upsie Daisy. Ja, da ist gleich hinten einer an mir dran. Das kann ja nur der Dozer sein. Das ist korrekt. Ah! Der war doch Durchgang. Oh je. Ich glaube. Gotcha! Hilfe! Nein, verdammt! Das funktioniert überhaupt nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Was ist denn hier los? Was denn? Ich habe etwa 10 Raketen an mir dran. Und ein Dozer! Und ein Dozer! Und ein Dozer! Yes! 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 Schaff! Yes! Ah! Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Oh, Blackout? Warum sehe ich nichts? Egal. Ja, dann steig aus und besorg dir eine neue Hornet. Jawohl, mein Kamerad! Ich glaube, ich verfolge meinen eigenen Rat. Ach, je. Jetzt passiert das auch noch. Nein, das möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Das. Ja! Das ist meine CEO, Mann! Fliegt verkehrt herum, dreht sich im Kreis dabei und bremst. Ist das eigentlich die offizielle Uniform der Hühnerhut? Ja, natürlich. Der Hühnerhut ist unser Maskottchen. Den muss man sich verdienen. Sag mal, wollt ihr nicht vielleicht ein bisschen unfair hier, was ihr hier abzieht, ne, Leute? Was denn? Was machen wir denn? Beide auf die arme Katniss. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das hast du uns doch beigebracht. Einer für alle und alle auf einen. Ich möchte mich von dieser Äußerung aufs Schärfste distanzieren. Ich höre immer nur mi 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 Ja, come on, Tesla Slipper Schuh! Bock, 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 fuck you! Du hattest schon. Ach Gott. Zu Schwestern, ne? Es hoch die Tasten. Ach, ist das schön, der Ausblick. Das ist unglaublich. Der Hammer. Eine prickelnde Stimmung. Auf dein Wohl, Schwesterchen. Auf euer Wohl. Auf euer Schwesterchen. Ach, wir haben euch gar nicht gemerkt. Oh Gott. Hallo. Hallo. Hallo, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu unseren Star Stable Let's Plays. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 2000 Abonnenten. Das ist ja wirklich verrückt, was ihr wie da macht. Wie im Flug ist es vorbeigegangen. Die werden es ja gar nicht glauben, wenn wir es ihnen erzählen würden. Was ist das denn? Und warum hab ich die rosa? Hör auf mit der Scheiße! Die sind voll verschwitzt. Was macht ihr denn da? Ich weiß es nicht, das Ding läuft nicht. Wer sind die Eulen auf den Pferden? Egal. Entschuldigung. Unsere Freundinnen, hast du was gegen sie? Also ihr macht mal weiter mit der Moderation, ich versuche den Auftrag zu erfüllen. Ja genau, du versuchst jetzt hier mal irgendwie die ein bisschen zuzureiten, ne? Den Hengst oder Shooter, was auch immer das sein soll. Dozer. Nur mal halt eben quasi mitgestalten. Läuft nicht, es bleibt. Überhol sie! Ja, es ist... Also ihr merkt schon halt so, die beiden sind heiß, ja? Also Pferde sind auf jeden Fall, was den Motor dieser beiden Leute hier zum Schieß sie ab! Bringt. Tackle sie down! Ja, das kann man nicht. Warum? Es ist doch... Wieso läuft denn das Ding nicht? Mann, was ist denn das für ein Gaul? Mach Salami draus, das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, das kann nicht wahr sein. Sorry, tut mir leid, jetzt habe ich die ganze Moderation hier. Weil die Sache ist, die Sawyer kann jetzt ja gerade nicht dabei sein. Der ist nämlich halt momentan in den Vereinigten Staaten. Aber das hält ihn nicht davon ab, uns halt eben hier noch ein Grußwort zu senden per Video. Und das gibt's nämlich jetzt. Hey Leute, ich komme heute als Videobotschaft zu euch. Ich kann leider nicht mit den anderen beiden Jungs zusammen das 2000 Abonnenten-Special feiern, aber ich dachte mir, dafür biete ich heute was ganz Besonderes anderes. Und zwar das älteste Kriegsschiff, was noch im aktiven Dienst ist, nämlich die USS Constitution, vor der ich hier stehe. Wie gesagt, in den Listen der US Navy ist sie immer noch als aktives Kriegsschiff gelistet und ich werde sie mir gleich angucken gehen. Vorher möchte ich aber mit euch zusammen ganz
ganz gerne das 2000-Abo-Special feiern und vor allem ganz herzlich Danke sagen. Wir sind unglaublich stolz, dass wir es geschafft haben, so schnell auf die 2000 Abonnenten zu kommen und vor allem sind wir so froh, so eine coole Community jetzt zu haben. Wir sind euch sehr dankbar für euer Feedback und eure Kommentare und insbesondere natürlich vielen Dank an unsere Jungs vom Crashcore. Wie ihr seht, ich trage das Crashcore jetzt schon in die USA. Also in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, wir freuen uns auf die nächste Zeit mit euch und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter abonniert und weiter so fleißig kommentiert und Feedback gebt. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns demnächst auf unserem Channel. Also see you on the flight deck und Sawyer out. So, willkommen zurück. Die Specials sind durch, aber wir haben noch was erlebt in diesem Jahr, in diesen zwei Jahren. Und zwar haben wir auch auf dem Channel eine Riesenentwicklung gemacht. Und Star Citizen hat natürlich eine Entwicklung durchgemacht. Und was da alles so passiert ist, das gucken wir uns auch gleich mal an, würde ich sagen. Genau. Bei uns auf dem Channel gab es auf jeden Fall Formate, die wir ausprobiert haben, die wir auch wieder eingestellt haben. Mhm. News Crash war da zum Beispiel ein typisches Beispiel für, denn News Crash war ein schöner Anfang, als es dich noch nicht gab und ich sozusagen die einzige News-Redaktion wirklich war, hatten wir dieses Format, was ich alleine produziert habe, was aber sehr, sehr aufwendig war. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt den Verse Report zusammen machen können. Und natürlich auch mal mit Dosa oder Weasen, ne? Ja. So ist nicht... Ich gebe dich auch hin und wieder mal her, aber nur sehr selten. Ja, was hatten wir noch? Denn wir hatten Tutorials zum Beispiel. Ja. Die haben wir relativ früh angefangen. Das finde ich auch wirklich bis heute total sinnvoll und gut. Und da habt ihr auch immer uns im Chat geschrieben und gesagt, hey, könnt ihr nicht mal ein paar Tutorials machen, erklären, auch für Einsteiger. Mhm. Ne? Also wie funktioniert genau die Tastaturbelegung? Was ist wie möglich? Wie kann ich überhaupt einsteigen ins Spiel? Finde ich bis heute eigentlich mit einer der besten Neuerungen, die wir hatten. War auch spannend und ja, da könnt ihr euch auch mal gleich in der Matz die Entwicklung angucken, wie wir angefangen haben mit den Tutorials und wo es dann hingegangen ist. Ja, und dann haben wir natürlich was ganz Cooles, was insbesondere uns aber bei der Steckenpferd jetzt so ein bisschen geworden ist und das sind die Voice-Over-Formate. Ja, da haben wir ganz viel gemacht, natürlich auch dadurch, dass sich Around the Verse und Reverse the Verse so verändert haben. Das bietet uns total viel Potenzial. Ja, dadurch haben wir jetzt immer so kleine, kurze Voice-Over-Formate oder den Guide to the Galaxy. Genau, den Loremaker's Guide to the Galaxy. Von daher, in diesem nächsten Zusammenschnitt habt ihr eben jetzt genau die Specials oder beziehungsweise diese Entwicklungen nochmal dargestellt. Viel Spaß dabei! Hallo Leute, hier meldet sich Sawyer bei euch mit einem News Crash, dem neuen Format auf dem Crash Academy Channel. Mit News Crash wollen wir euch in Zukunft aktuelle Informationen und Updates rund um Star Citizen liefern und speziellen Fragen der Community auf den Grund gehen. Wir wollen insbesondere die deutsche Community mit neuen und frischen Informationen versorgen und gemeinsam mit euch dem Informationschaos versuchen Herr zu werden. Thanks, guys. On this episode of Ship Shape, hey Leute, in dieser Shipshape-Episode setzt sich Jared Huckabee mit Chris Smith und Josh Koons, den Principal Vehicle Artists für die Constellation, zusammen. Diese soll einige Updates erhalten für 2.0 und wir werden euch jetzt mal eine Tonspur liefern, wo wir ein bisschen erzählen, was sie so im Video über die Constellation bringen. Coming up with Alpha 2.0. Herzlich willkommen zurück zur Crash Flight Academy. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Tutorial. Ich stelle euch mein Setup vor, und zwar die Homas-Steuerung. Bei der Homas-Steuerung, Hands on Mouse and Stick, versucht man die Vorteile von beiden Controllern, das heißt von Joystick und Maus, miteinander kombinieren. Das bedeutet gute Flugkontrolle, eine Kontrolle über das Fluggerät plus das schnelle Zielen und präzise Zielen der Maussteuerung. So, wir beginnen jetzt mal, indem ich euch das Yaw und Pitch vorführe, was auf meiner rechten Hand liegt. Ganz wichtig zum Zielen, aber auch, das ist der Nachteil der Steuerung bei Star Citizen, ist, wenn die Waffen gimbelt sind, ist natürlich das Zielen und das Bewegen gekoppelt. Das sieht Sawyer jetzt ganz gut hierbei. Das führt natürlich dazu, dass ich im Nahbereich automatisch Geschwindigkeit verliere. Wenn ich jetzt irgendwie ein Ziel verfolge, strafe aber um mich, Sawyer. Und ich will jetzt mitziehen, würde ich in einem Gefecht tatsächlich, wenn der Feind schnell genug ist, komplett meine Geschwindigkeit verlieren
und ich würde mich nur noch auf der Stelle drehen um mich herum. Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben jetzt ein Tutorial für euch. Und zwar wollen wir euch mal zeigen, wie es so abgeht in der Star Citizen Alpha 2.4. Wir sind jetzt in Crusader aufgewacht, haben diesmal keine Facecam dabei, damit ihr das Ganze HUD sehen könnt, damit ihr auch alles sehen könnt und nicht uns im Bild haben müsst dafür. Aber wir sind zu zweit und gehen das jetzt mal durch. Hallo Luisen. Guten Morgen, bin auch gerade aufgestanden, sogar in einer sehr, sehr sauberen Schlafkajüte, sage ich jetzt mal, mit Schlafcontainer. Wir sind in Crusader, dem kleinen Mini-MMO, der Testumgebung für die Alpha-Backer. Hier in der Kajüte ist jetzt dieser kleine Spind. Benutze ihn einmal, da ist der Use-Button, ich drücke jetzt F, gehe die Tür auf und wenn ich jetzt nach draußen schaue, sieht man, dass ich jetzt zivile Kleidung trage, aber ich fühle mich wohler in meiner Marine-Rüstung. Ja, ich gehe mal raus, da steht das Sawyer schon. Wir sind hier im AZ-Hab. Das ist so, hey, das ist der Schlafbereich, wo die Leute leben, wo sie aufwachen, wo man später wahrscheinlich auch safen wird, denke ich mal, ne? Es gibt hier zwei Laufmodi im Endeffekt. WASD sind die ganz normalen Lauftasten, die kennt man aus jedem First-Person-Shooter. Lauf doch mal ein Stückchen, Weezen. Einfach mal so einmal paradieren den Gang hoch und runter. Freeze, genau. Monster Freeze, aber jetzt geht's wieder. Genau. Jetzt. So, super. Das ist das normale Tempo, das ist sozusagen, damit fängt man an. Und wenn man dann die Taste V drückt, dann kann man eben etwas gemächlicher gehen. Ich finde das immer sehr viel schöner, so rollenspielerisch, dass man eben etwas gemächlicher durch die Gegend läuft und nicht durch die Gegend sprintet, als wäre man die ganze Zeit auf der Flucht. Da sind wir wieder und wir sind wieder wie für eine Überraschung gut. Irgendwas ist anders. Ja, ich finde, deine Haare liegen jetzt anders. Die liegen jetzt anders, ja, ne? Ist euch auch aufgefallen. Ja, willkommen zurück. Das waren auf jeden Fall die Entwicklung so ein bisschen dargestellt anhand unserer einzelnen Newsformate zum Beispiel oder Tutorials. Wir haben noch einen weiteren Punkt, der sich auch sehr entwickelt hat und wir sehr glücklich sind über die Entwicklung von Star Citizen an sich und das sind natürlich die Let's Plays. Denn alles, was jetzt schon so langsam da ist, das lässt sich natürlich jetzt auch spielen. Und da haben wir, was ganz lustig war, angefangen mit dem Single, mit der Single-Cam. Und da saßen Dozer und Weezen so allein zu Hause vor der Kamera und haben ein paar Let's Plays aufgenommen. Stundenlang, Tage, Wochen Arena Commander gezockt, bis es nicht mehr ging. Ja, und bis es also wirklich ihnen beiden zum Ohren rauskam. Aber irgendwann kam dann ja die Alpha dazu, das Persistent Universe und da wurde das Ganze dann spannender. Und da wurden dann nämlich Multicam-Let's Plays draus. Bis zu 7 Perspektiven haben wir, glaube ich, mal geschafft. Ja, das war, glaube ich, das Maximum bisher. Ne? Genau. Also, aber da kann ja noch mehr kommen. Ja. Wir haben ja noch große Ziele. Richtig, genau. Ja, und das Tolle daran an den Let's Plays ist natürlich, je mehr Features es im Spiel gibt, umso mehr können wir euch zeigen, umso mehr können wir auch spielen. Mhm. Und umso mehr Ideen kommen uns da, was man da alles noch machen könnte und entdecken könnte und aufbereiten könnte. Mhm. Also, da haben wir gute Ideen. Ja, da haben wir viele gute Ideen. Mhm. Und als Vergleich könnt ihr euch das jetzt gleich mal anschauen. Und apropos Ideen für die Zukunft, da schwebt uns so einiges vor, was wir euch aber noch nicht verraten werden. Obwohl, ich finde, man kann schon sagen, szenisch, dramatisch. Genau. Da haben wir eine Menge vor und eine Menge Bock drauf. Und wir hoffen, ihr auch. Und lasst euch einfach überraschen. Genau, viel Spaß. Welcome back on the Flight Deck, diesmal wirklich vom Flight Deck und wir haben heute was Besonderes für euch, denn es gibt wieder ein bisschen Multiplayer und zwar im Spectrum Match und mit einer Maschine, die ich in den letzten Folgen immer eher relativ stiefmütterlich behandelt habe. Um nicht zu sagen, er hat sie immer ein bisschen gedisst. Aber ich schlage mich immer noch gut. Na gut, die Superhorde macht deutlich mehr Punkte, aber mit 5:3 der zweitbeste Spieler zur jetzigen Zeit. Ist jetzt nicht so verkehrt. Nee. Mit einer Aurora? Hey. Hey, ja, die haben wirklich viel getan hier am Balancing. Muss man jetzt wirklich mal ihnen zugute halten. Die haben sehr viel getan am Balancing. Und wir erinnern uns daran, halt so, wir wollten damals nicht glauben, dass als Roberts gesagt hat, dass ein guter Aurora-Pilot einen schlechten Hornet-Piloten schlagen können soll. Das ist halt tatsächlich möglich. Komm, wir schnappen uns zu fünft die Aurora. Wow. Ist ja wirklich heldenhaftig. Haha, ich hab wieder recht. Underdog Award. Very nice, very nice. Da waren wohl die 6 Waffen nicht genug, meine Aurora aufzuhalten. So knapp. 64 zu 65.000, aber so knapp. Ich mache 22.000 Punkte wett. Naja. Und habe 12 Kills.
äußerst akzeptabel. Ich so. Entschuldige mich bei der Aurora. Ich komme nicht zurück ins Spiel. Ich hab... Warum denn nicht? Völlig klar, du bist einfach zu dick dafür. Die lassen dich halt nicht rein, weil du zu schwer bist. Der Planet würde Unwucht bekommen. Das geht nicht. Er ist heute so charmant. Ja. Wiesen! Der fette Wiesen! Ich war mit Wiesen essen, ganz schön bei Kerzenschein. Ich aß ein bisschen Tofu, er fraß ein ganzes Schwein. Wiesen ist so niedlich, Wiesen ist mein Schwarm. Im Sommer gibt er Schatten und im Winter hält er warm. Guckst du da an, das ist doch kein Haarschnitt. Ja, hier. Nee, das war jetzt ist da alles stoppelig? Wie sieht denn das aus? Das muss rein nass praktikabel. Rasieren. Nass rasieren. So. Wo kann ich jetzt hier irgendwie meinen Badeanzug loswerden? Ja, komm. Ja, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Es war ein langer Tag. Wir haben viel Zeit im PTU verbracht und wir verbringen auch nochmal Zeit hier und wollen uns einfach nochmal ein bisschen hier entspannen. Wo sehe ich denn eigentlich, was ich denn für Krempel hier am Leib trage? Es muss doch hier irgendwo ein Inventar geben. Nee, du kannst nur in der Außenansicht halt das machen. Was ist denn das für ein Bums hier? Echt, nichts funktioniert mehr. Das ist doch alles nicht wahr. Jetzt muss ich, also im Ernst, um die Jacke auszuziehen, muss ich jetzt im Laden durch die Gegend laufen, bis ich dieselbe Jacke nochmal finde und dann kann ich meine Jacke ausziehen. That's logic. Vielen lieben Dank. Version 2.4, Leute. Voll geil, ja. Es ist persistent und es macht keinen Sinn. Persistent. Es ist persistent. Das bleibt dir jetzt so. Und jetzt bin ich abgestürzt. Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein weiteres Let's Play steht an. Wir haben eine volle Crew mit dabei. Und zwar erstmal Weezen und RC sind unser Geleitschutz. Hi, ihr zwei. Hey. Hey ho. Und außerdem haben wir eine vollbesetzte Cutlass, eine Cutlass Black, die jetzt gerade mit ein paar hungrigen Marines gefüttert ist, die jetzt auf den Security Outpost beschützen wollen. Dozer, hi! Guten Abend. Na? Lange nicht gesehen. So ist es. Und der Westem ist auch am Start? Jo, hi! Und außerdem haben wir natürlich noch Lazarus und Red hier dabei und wir werden uns jetzt mal um den Security Outpost kümmern. Der eröffnet das Feuer. Zweit. Ich gehe sie schließen. Andua ist ein Redcon, ja. Wir greifen ihn an, bitte. Check. Dosa, bist du noch da hinten in der Ecke? Ich bin auf Position, ja, weiterhin. Das sieht so schön. Dosa, ich könnte dir gerade so schön einen Headshot verpassen hier. Einfach nur bam. Alter, pass auf deine Umgebung auf, hör auf mit der Rumspinnerei. So. Am Ende verliert wieder ein Auge und dann wird es wieder keiner gewesen sein. Aber will er uns wegziehen eigentlich? Ja, er will uns pullen. Ja, das ist vielleicht... Bin auf dem Rückweg. Ja, wir fliegen zurück zur Station. Godplane ist wieder da. Perfekt, danke. Pitcher kommt rein, ich glaube, das Ablenkungsmodell. Lass mal zurück zur Station, bitte. Feuer, bist du gerade ins hintere Deck gegangen? Kontakt! Ich denke, der will Leute absetzen. Wow, ich glaube, der will Leute. Sehr schwer beschädigt. Ja. Ich glaube, der wollte Leute absetzen. Die haben tatsächlich abgesetzt, wahrscheinlich. Drei Leute? Vier Leute? Jawohl, ganz viele sind in der Menge. Ja. So oh, vorne ist! Oben! Keine Sicht, negativ. Hier, Frontfenster. Schieße! Wenn ihr euch richtig beeilt, dann könnt ihr das versuchen. Okay, wir cyclen gerade die Schleuse. Wir cyclen gerade, wir sind gleich draußen. Ja, super. Wir sind Leute abgesprungen, glaube ich. Die Luke war offen. Das ist egal, wir müssen jetzt nur weg, wir haben alles. Willkommen zurück, da sind wir wieder. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr was für euch und wollen natürlich auch jetzt mal im Sinne des Specials, bietet es sich ja immer ganz gut an, ein bisschen über die nahe Zukunft zu sprechen. Und da haben wir einiges vor. Ja, und zwar haben wir weitere Specials im Sinn, die jetzt demnächst auf euch zukommen werden und auch auf uns. Ne? Also am 15.10. wollen wir einen kleinen Livestream machen, den haben wir euch vorhin schon angekündigt. Klein natürlich, wir fangen mit 10 Stunden an. Wir haben Man soll ja klein anfangen. Brötchen backen, genau. Klein und so, da war ja was. So. Ihr werdet euch alle, ich mache das ja seit über einem Jahr mit Twitch, ihr werdet euch umgucken. Das heißt, aber egal. Es wird auf jeden Fall eine riesen Gaudi. Und bis dahin müsst ihr wirklich die Öhrchen spitzen und die Augen aufmachen, denn wir haben bis dahin immer mal wieder Specials. Jetzt aktuell laufen welche und werden dann immer wieder auf verschiedenen Plattformen kleine Feierlichkeiten haben, wo ihr immer irgendwo noch irgendwas abstauben könnt. Mhm.
Und wir haben ja euch vor langer, langer Zeit mal gefragt, wo es um Lore-Geschichten ging zum Beispiel. Würde euch interessieren, dass wir sowas mal als Hörbuch aufnehmen oder ja, als Voice-Over? Und tada, wir haben es endlich geschafft. Knappes Jahr ist es her. Ja, aber sowas ja. Ne, was braucht gut, ja, auch, ja genau. Braucht ja auch so seine Vorbereitungszeit. Und da kam so viel dazwischen irgendwie. Ja. Und dann, ja. Jetzt haben wir es jedenfalls gemacht. Und Orbital Supermix geht jetzt an den Start. Da könnt ihr rein hören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich es bei der Aufnahme hatte mit Sawyer. Ja. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, klar. Man kann sich immer noch entwickeln, so wie das Spiel entwickeln wir uns auch. Wir haben uns da einfach jetzt mal ausprobiert und die Kurzgeschichte für euch eingelesen. Genau. Nächste Woche Donnerstag. Das wird ab jetzt quasi der Hörbuchtag, denn da werdet ihr jetzt immer einmal die Woche eine neue Orbital Supermax-Folge bekommen, immer am Donnerstagabend. Also von daher, richtet es in euren Terminplan ein und dann könnt ihr damit nämlich nicht richtig zuhören. Das ist echt schön geworden, finde ich. Wir haben euch ja versprochen, dass ihr was gewinnen könnt, wenn ihr dranbleibt. Und dem soll auch so sein. Heute ist natürlich ein Special, also es gibt es auch Special-Dinge zu gewinnen von uns. Und womit fangen wir an? Vielleicht mit Dreadnought? Ja, genau. Dreadnought ist jetzt gerade das große Gewinnspiel im Laufen. Und zwar jetzt mit diesem SCB-Verse Report habt ihr die Chance, 20 Dreadnought-Keys zu gewinnen. Und zwar zur Closed Beta von Dreadnought. Die müsst ihr bis Montag, den 19.09. eingelöst haben. Das heißt, macht euch gleich ran und gewinnt sie. Ja, und wie könnt ihr sie gewinnen? Ganz einfach. Ihr schickt uns einen Tweet per Twitter an @crashcore und zwar mit den Hashtags Dreadnought und dem Hashtag Ich will. Und dann wird ganz schnell unter den Gewinnen, unter allen Einsendungen werden wir die verlosen und die 20 Keys gehen dann direkt per Nachricht an euch raus und dann könnt ihr sie sofort einlösen. Wie gesagt, nicht rumliegen lassen, wenn ihr den Key dann bekommen habt, denn wie gesagt, am 19.09. muss der bis 0 Uhr eingelöst werden. Mhm. Ja. Und wer bei dieser Gelegenheit nichts abbekommt, gar kein Problem, wir schalten parallel, das läuft jetzt auch dann schon, mhm, ne, wenn ihr das Video hier schaut, genau, läuft eine weitere Verlosung auf Facebook und Google Plus. Also da auf jeden Fall reinschauen, da könnt ihr auch nochmal 15 Keys abstauben jeweils. Ja. Und für unsere Patreons, ja, genau, da gibt es auch nochmal ein paar Keys zu gewinnen. 10 waren das. Genau, die haben eine eigene Marge, die können sich auch einfach einschreiben. Wer bei uns Patreon-Supporter ist, der guckt einfach mal auf die interne Wall. Da könnt ihr dann auch die Möglichkeit haben, euch einen Dreadnought-Key zu sichern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind durch mit unserem Special. Ab nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter. Ja. Wobei ich finde, da könnten wir uns dann mal hinsetzen oder mal hinlegen. Finster. Oder nicht? Wir werden uns genug einfallen lassen für euch. Keine Sorge. Ansonsten altbewährtes. Genau. Wir gucken mal, was wir uns da einfallen lassen. Ganz bestimmt, ja. Also auf jeden Fall, und das soll natürlich am Ende der Episode stehen, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, an euch Zuschauer, an euch treue Abonnenten und die alle immer wieder Feedback geben, ja, die ihr immer wieder liken und auch disliken, also uns wirklich die direktes Feedback dazu geben und kommentieren und das Ganze zur Diskussion bringen. Vielen Dank für eure Stützung an allesamt. Das ist wirklich vom ganzen Team hier ganz aus dem Herzen, weil ohne euch würde das überhaupt keinen Spaß machen und nee, wir kommen auch wirklich ein Stück weiter mit eurer Hilfe. Ja, wir können uns genauso wie das Spiel entwickeln. Wir können mit euch zusammen Geschichten uns ausspinnen, uns ausprobieren auch und dafür vielen Dank und wir hoffen, dass wir euch weiterhin jede Woche begrüßen dürfen und auch mal bald wieder live sehen. Genau. In diesem Sinne auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel natürlich, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt zu Star Citizen. Liked oder disliked die Episode. Schreibt uns wieder auch Kommentare rein. Auch zum Beispiel, was ihr noch an Episoden rausgesucht habt, die ihr besonders lustig oder besonders blöde fand. Könnt ihr gerne machen. Dann machen wir noch ein Special. Genau, so ist es. Und wenn ihr uns, wie gesagt, unterstützen wollt in unserer Arbeit für Star Citizen und bei YouTube, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche dann gemeinsam mit einem 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Wir gehen jetzt Champagner trinken. Woo!